Getränkemarktchefin Lena muss sich große Sorgen um ihre befreundete Mitarbeiterin Maja machen, als sie nach einem Termin zur Arbeit kommt und dort auf den Rettungsdienst trifft. Habt ihr uns gerufen? Ich bin die Geschäftsführerin, Lena Kellmer. Wir haben einen Notruf erhalten. Wir sollen eine verletzte Frau sein. Das kann nur Maja sein. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Die hat für mich die Stellung gehalten. Sie sind aber hier ortskundig, oder? Genau, ich bin die Geschäftsführung von hier. Im Getränkemarkt muss Lena feststellen, dass Maja offenbar von einem ehemaligen Praktikanten schwer verletzt aufgefunden wurde. Da hinten, Tim. Als ich da reingekommen bin und einfach nur Blut gesehen habe, da wusste ich gar nicht, was ich denken soll. Denke ich jetzt an den Ex-Freund, ob der vielleicht so brutal und bescheuert ist, sowas zu machen, oder war es vielleicht doch ein Raubüberfall? Keine Ahnung. Ja, ich habe den Notruf gerufen, ich habe sie hier gefunden. Ich wollte nur kurz Hallo sagen, dann lag sie da plötzlich. Ich weiß auch nicht. Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Sie haben aber nicht gesehen, wie das passiert ist. Ich habe gar nichts gesehen. Ich war vorhin noch bei dem Kumpel, da habe ich sie gefunden auf einmal. Ich wollte nur dir Hallo sagen. Bei unserem Eintreffen war die Patientin nicht ansprechbar. Sie hatte offensichtliche Verletzungen, Glassplitter über den ganzen Körper verteilt, besonders am Unterarm. Das allein hätte aber nicht ihren Zustand erklärt, also musste noch was dahinter stecken. Und da waren wir wirklich alle fassungslos. Okay, das ist es nicht. Oh je, schau mal hier. Warte. Was ist das denn? Das ist eine runde Öffnung. Schau mal, warte mal. Das ist hier ein... Das ist eine Schusswunde. Warte, pass auf. Wenn wir gucken erst mal, wo hier das Einschussloch ist. Ja. Dann, das war für die Polizei hier aufheben. Mhm. Leute, Einschussloch ist hier... War hier irgendjemand? War hier irgendwie Überfall, irgendwas? Wissen Sie was? Ich habe gar nichts gesehen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ich habe sie einfach da... Sie lag einfach da, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich bin dazugekommen und die Person lag schon hier. Ich wollte nur kurz Hallo sagen. Ich war hier in der Ecke. Ich habe den Notruf gerufen. Wenn es jetzt hier geschossen hat, dass wir hier auch irgendwie in Gefahr sind. Ja, es ist ein Einschussloch da. Das hier ist Tim, das ist unser Praktikant von früher. Aber das Einzige, was ich mir erklären kann, ist, die hatte gestern ihrem Freund gesagt, dass sie sich neu verliebt hat. Und der ist einfach sehr aufbrausend, dieser Typ. Ja, die schießt ja nicht gegen ihn. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir gehen in Deckung. Ich würde auch generell sagen, wir gehen mal ein Stück nach unten. Wir müssen immer davon, also Sie bleiben erstmal ein Stückchen hier, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Die Polizei und Sie bleiben bitte alle hier. Genau. Am besten ist, wir bleiben erstmal alle hier zusammen. Besser laufen Sie jetzt nicht hier rum. Setzen Sie sich mal dahin und Sie auch ein Stück nach unten. Bitte? Vielleicht austamponieren, weil du siehst ja, was da abgeht. Ja. Ich hol schnell das Auto. Perfekt, alles klar. Sehr gut. Auf, lass uns hier die großen Scherben gerade schnell ein bisschen abholzern. Jetzt einmal kurz die Polizei mit dazu. Polizei. Ja gut, die hat es jetzt gerade geschossen. Wir brauchen die dringend. Leitstelle von RTW1 kommen. Ja, ganz ehrlich, das war so eine skurrile Situation. Ich meine, das ist mein Laden, den mache ich jetzt schon seit Jahren. Und dann stehe ich da drin, plötzlich heißt es ist vielleicht geschossen worden. Hier läuft irgendein Irrer rum. Wir brauchen dringend für die Polizei. Wir haben hier den Personenzustand nach Schussverletzung. Auch wir als Einsatzkräfte sind eventuell in Gefahr. Bitte dringend die Polizei hier an die Einsatzstelle. Felix, mal ganz im Ernst. Hast du irgendjemanden gesehen? Hast du vielleicht Thomas gesehen? Groß, dunkelhaarig, der Ex-Freund? Perfekt, machen wir so. Nein, ich kenne keinen. Ich habe niemanden gesehen. Ich war der Einzige. Sie war die Einzige, die hier war. Hier war niemand. Okay, so, passen Sie auf. Wir machen jetzt folgenden Plan für uns alle jetzt. Wir gehen jetzt hier einmal zusammen in den Rettungswagen rein. Zuerst die Patientin, dann wir und danach. Ich weiß nicht, wo können wir sie am besten sichern? Eine Räumlichkeit, wo wir sie irgendwie absetzen können, weil sonst haben wir keinen Platz. Da vorne ist was. Okay. Da vorne können wir uns immer unterbringen. Wo meinen Sie denn da vorne? Da vorne links ist eine Kamera, da können wir uns immer das nicht. Können Sie sich da verbarrikadieren? Ja, aber stopp, wir fahren. Wir gehen gleich alle gemeinsam in den RTW und ich fahre sie nach dort hinten. Genau. Was ist? Müssen wir gleich sehen. Auf jeden Fall hat sie ganz viel geblutet und schon sehr viel Blut verloren. Es blutet auch nach. Lass uns bitte ganz schnell reinkommen. Wir müssen uns hier ein bisschen beeilen. Ich würde sagen, wir schnappen sie. Ab geht's rein. Vorsicht, hier ist überall Glas. Manchmal kann man sich eben nicht nur auf eine Sache konzentrieren. Die Patientin, der ging es nicht gut. Wir mussten die Blutung stillen. Gleichzeitig mussten wir aber auch auf die Eigensicherung achten, denn wir wussten überhaupt nicht, welche Gefahr hier für uns lauert. Okay. Wir bekommen ein Funkgerät von uns und wir barrikadieren den Kühlcontainer, der ausgeschaltet ist, und Sie somit mit dem RTW. Das ist einfach uns kurz anfunken. Ja? Wir müssen uns erstmal um Sie kümmern. Licht ist eingeschaltet. Ja, perfekt. Gehen Sie einmal rein und schön drücken. Regeln Sie das Ganze?
Ist besser ohne Bier, oder? Ja. Perfekt. Ich fahre noch mal ein Stück ran. Ja, machen wir noch mal zu. Wir müssen erstmal jetzt drin und gehen jetzt hin. Wenn man sich vor Augen hält, was bei Schussverletzungen wirklich passiert, dass nämlich das Projektil sich drehend in den Körper eindringt. Wenn es jetzt hier auf den Festkörper trifft, wie auf den Knochen, kann es auch passieren, dass es zurückweicht, noch rechts und links das Gewebe zerstört. Das ist natürlich eine ganz unberechenbare Verletzung. Hier kann man versuchen, von außen zu tamponieren, aber man hat ja im Prinzip nur diesen einen Gang, den man von außen sieht und weiß nicht, was wirklich im Körper vor sich geht, welche Blutungen hier passieren. Aber es ist die erste Maßnahme, um eine Blutung zu stillen. Sättigung ist ja soweit stabil. Ja, ja, die ist ein bisschen mit dem Blutdruck runter und ein bisschen tapikat, aber das ist ja auch erklärlich. Ja. Aber ohne Zugang läuft hier sowieso nichts. Machen wir einmal die Infusion fertig. Gut, perfekt. Die ist soweit vorbereitet. Ja, gib mir schon mal, ich lasse einmal kurz ein bisschen durchlaufen. Okay. Kannst du noch kurz die Infusion kurz abdrehen? Ist abgedreht. Braucht nicht noch was läuft. Ja, die kriege ich ja jetzt. Volumen auf jeden Fall. Ob Maja im Getränkemarkt überfallen wurde oder ob ihr Ex-Freund sie aus Eifersucht angeschossen haben könnte, findet hoffentlich die Polizei heraus. Im Kühlhaus hat Chefin Lena inzwischen eine Handynachricht erhalten, die ihren Verdacht gegen Majas Ex befeuert. Kurz ans Kühlhaus, wie ist die Lage bei euch? Ja, ich bin ehrlich, ich habe gerade eine Nachricht von Maja gesehen, die sie mir vor einer Stunde oder was geschickt hat. Da hat sie mir eine Nachricht von ihrem Freund, von ihrem Ex-Freund weitergeleitet. Der hat mich voll bedroht. Ich würde super gerne jemanden von der Polizei mal zeigen, die Antwort damit. Ganz ehrlich, nach der Nachricht, der hat die so bedroht. Er sagt sogar, er kommt hier vorbei. Natürlich war der das, aber dass der so krass ist. Ich meine, okay, er ist im Schützenverein, das könnte sein, aber weißt du, ich sag noch zu Maja, ey, trenn dich von ihm und dränge sie praktisch auch ein bisschen in die Situation. Und ich werde meines Lebens nicht mehr froh, wenn dir jetzt irgendwas passiert. Moment. Ja, die war schon Wir sind hier, gut, dass ihr da seid. Wir haben hier die Patientin schon im Fahrzeug, die hat eine Schusswunde unten. Okay. Wir wissen jetzt nicht, wo der Täter ist. Wir haben noch zwei Personen, die Geschäftsführerin und noch einen ehemaligen Praktikanten im Kühlhaus. Die sind unverletzt, oder was? Die sind unverletzt, die sind hier im Kühlhaus, was wir gerade gefragt haben, dass sie nicht rauskommen. Die haben eine Funke, die sind in Kontakt mit uns. Der Patientin, die ist soweit stabil, aber dennoch kritisch. Bei einem Einsatz, wo ein Schusswaffengebrauch vorliegt oder lag, gehen wir natürlich mit äußerster Vorsicht vor. Da wird natürlich auch Verstärkung gerufen, wobei bei so einer akuten Lage müssen wir vorgehen, da können wir nicht lange warten und müssen Unbeteiligte möglichst aus der Schussrichtung oder aus der Gefahr rausbringen. Ich fahre euch jetzt raus, in Sicherheit, neben die Halle, dann könnt ihr da in Ruhe arbeiten und wir kümmern uns gleich um die anderen beiden. Okay, ich gebe dir kurz per Funk Bescheid, dass ihr da seid. Alles klar. Die Einsatzkräfte können nicht ausschließen, dass sich der Schütze tatsächlich noch im Getränkemarkt befindet. Möglicherweise wurde er vom Auftauchen des ehemaligen Praktikanten überrascht und hat sich deshalb hinter den Getränkepaletten versteckt. Die Polizei kommt jetzt zum Kühlhaus. Wenn es zugeschlossen sein sollte, könnt ihr es jetzt gerne aufmachen. Die klopfen und kommen rein. Sicherst du ab? Die Polizei! So, raus, schnell zum Rettungswagen. So, und da bleiben. So, was war denn hier los? Ich habe den Notruf gerufen. Ich kam vorbei, ich habe sie gefunden auf dem Boden. Es war voller Scherbe, es war voller Blut. Ich habe keine Ahnung. Okay, ganz ruhig. Mein Name ist Lena Kemper, ich bin Geschäftsführung hier. Okay. Ich hatte einen Zahnarzttermin, die Maja hat für mich Stellung gehalten. Ich bin hierher gekommen und der RTW kam schon. Und dann habe ich nur noch gefunden, dass der Tim da stand, mein Praktikant, ehemaliger Praktikant. Und Maja da in einfach einem Haufen Blut liegt. Und mehr kann ich dazu nicht sagen gerade. Ja, weil wir gehört haben, da gibt es auch eine Schusswunde. Ja, und können Sie da irgendwas zu sagen? Haben Sie irgendwas mitbekommen? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich weiß nicht, was ich mitbekommen. Ich habe nichts gesehen. Meine erste Vermutung, als ich hierher gekommen bin, das gesehen habe, dachte ich an den Ex-Freund bzw. Freund. Mit dem hat sie gestern gesprochen, dass sie sich neu verliebt hat. Sie wollte sich trennen und der Typ ist einfach... Den kennen Sie? Den möchte man nicht. Den kenne ich flüchtig vom Sehen. Aber jetzt hatte ich gesehen, gerade als wir da drin warteten. Zeig Ihnen das. Maja hat mir. Ich zitter total. Dass Maja mir eine Nachricht weitergeleitet hat von ihm. Ruf mich sofort zurück. Und ich komme bei dir am Laden vorbei. Ich sag's dir, Alter. Der droht ja. Ich kann's mir nicht anders erklären. Ich weiß nicht, ob die Kasse voll ist. Ich habe ihn gerade gefragt, ob er irgendwie in die Kasse geguckt hat. Keine Ahnung. Aber wer kommt denn hier in den Laden? Wir beide gehen jetzt rein. Sie bleiben bitte erstmal hier. Die Polizei nimmt die Getränkemarkthalle genauer in Augenschein. Von dem gesuchten Schützen fehlt dort aber jede Spur.
Zudem stellen die Ermittler fest, dass auf Mitarbeiterin Maya womöglich zweimal geschossen wurde und dass die Ladenkasse immer noch voll ist. Am Auffindeort, wo die Geschädigte offensichtlich lag, da man da noch Blutspuren gesehen hat, konnten wir noch ein Einschussloch in der Wand an so einem Holzbalken sehen. Da steckt auch noch das Projektil drin. Nun war nicht klar, ob das Projektil auch in der Geschädigten noch eins drin ist oder ob das der Durchschuss war. Wenn es zwei Schüsse waren, wenn es noch in ihr drin steckt, waren es zwei Schüsse. Und das heißt, es war nicht im Affekt, sondern ein gezielter Anschlag. Und Thomas, die Frequenz geht hoch. Ja. 150er Frequenz schon. Mal laufen, machst du mal dran, Exanzaure? Ja, ich mach sie ready. Oh, die kalt schweißig ohne Ende. Radialispuls auch kaum tastbar. Gibt man noch mehr Kompressen? Ja. Kommst du da noch ran? Muss man noch? Okay, mach mal weiter. Ja, jetzt ist schockig. Ja. Warte noch einen Moment. Okay. Mal weiter Druck rein. Was kommt denn da? Hi. Okay. Hi, wir sind's wieder. Ja, wir sehen's. So, drin erstmal für euch alles safe. Ja. Okay. Gate ist auch drin. Sag mal, ich habe mal eine Frage. Steckt der Schuss noch drin oder ist er durchgegangen? Der ist nicht durchgegangen, also da ist nur ein Einschussloch, aber kein Aussatzloch. Ja, ist noch okay. Drin, das ist auf jeden Fall. Das Problem ist, ihr geht es gerade maximal scheiße. Ja, alles klar, weiß ich. Wirklich Katastrophe gerade. Sie blutet gerade. Oh, steigt aber leicht wieder. Steigt gleich wieder. Okay. Wird sie denn durchkommen? Das können wir leider im Moment noch nicht sagen, das tut mir leid. Also aktuell ist es mehr als kritisch. Der Zustand der Patientin hat sich rapide verschlechtert. Sie wurde schockig. Sie hat natürlich von uns Infusionen bekommen und auch Medikamente, die jetzt die Blutgerinnung unterstützen. Trotzdem ging es ihr überhaupt nicht gut. Und da geht einem natürlich schon durch den Kopf, Mensch, so ein junges Mädel, was war hier passiert? Was hat sie vorher erlebt? Sie konnte uns ja nicht mitteilen. Also wir mussten hier wirklich hart arbeiten, um das Leben der Patientin zu retten. Was ist passiert? Geht es ihr gut? Also, wir haben da ein Einschussloch. Ein Schuss bei ihr, steckt noch drin, zwei Schüsse abgefeuert. In der Kasse ist noch Geld. Ich weiß nicht, wann gehen Sie zur Bank üblicherweise oder bringen das weg abends? Oder wir bringen das jeden Abend um 18 Uhr weg in so einer Geldbombe. Und wer weiß davon? Wer hat da Ahnung? Wer kennt? Maya, meine Angestellte, und Tim, als er unser Praktikum gemacht hat. Sie wissen das auch. Vom Praktikum, wir mussten das abends 18 Uhr. Von dem Freund. Ja, das will man jetzt mal klären. Das war der. Das müssen wir erst mal aufklären, ne? Ob er das jetzt wirklich war. Sie sind sich auch sicher, dass da keiner mehr drin ist? Da ist keiner mehr drin, das ist alles gut. Wie gesagt, das muss jetzt von der Kriminaltechnik untersucht werden. Projektile, Waffen etc., alles was dazu gehört. Ich bräuchte von Ihnen die Ausweise. Personalausweis. Finger weg, du! Ich hab nichts gemacht. Boah, dann kommt da noch so ein Schuss. Von irgendwo, keine Ahnung. Was ist denn in der Situation? Ist der Typ noch da? Ist hier jemand? Hat auf uns geschossen, auf die Polizei geschossen? Wie irre muss der sein? Hey, was war das denn jetzt für eine Nummer? Achtung, Schusswaffe! Die gehört mir nicht. Nee, genau. Die ist nur zufällig in ihrem. Achtung! Als dieser Schuss sich gelöst hat, direkt vor unserer Nase, offensichtlich aus dem Rucksack, Schrecksekunden kennen wir nicht, da sind wir drauf gedrillt. Und das war eine Akut-Sofortlage und wir haben ihn dann sicher gemacht. Im Rucksack war tatsächlich eine scharfe Schusswaffe, da hat sich ein Schuss gelöst. Warum auch immer, ist natürlich noch so eine Sache, aber das war schon sehr brenzlig. Wenn Maya stirbt, ne? Die liegt da im Krankenwagen und weiß nicht, ob sie überlebt, weil sie so viel Blut verloren hat. Und du stehst hier und sagst doch, oh, das war bestimmt der Plan. Keine Ahnung, was geht denn in deinem Kopf vor, meine Nerven? So, hier zum Streifenwagen. Das kann doch wohl nicht wahr sein jetzt. Ich wollte das alles nicht, ich... Ja, jetzt. So. Ich hab's... Gut, doch mal die Fische. Es sollte keiner verletzt werden. Ich hab seit einem Jahr keine Ausbildung. Ich hab gar nichts. Ich brauchte nur Geld. Ich weiß nicht, mein Praktikum, dass hier dieses Geld ist in der Kasse. Du brauchst doch gar nicht so viel Geld. Du hast doch genug Geld. Dann schnappt man sich halt mal eine Waffe und geht einfach mal in den Laden von Freunden. Wir waren befreundet. Was ist denn mit dir los? Ich wollte niemanden verletzen. Sie hat mit... Ja, hast du aber gemacht. Sie liegt da. Sie sollte nicht verletzt werden. Ich hab mit ihr... Sie hat mit mir gerungen. Ja. Ich wollte nur das Geld. Und dann kam sie auf mich zu und hat mit mir gerungen um die Waffe. Ist sie auch noch schuld? Ja, jetzt ist sie auch noch schuld, dass sie in diesem Wagen liegt, oder was? Aus Versehen. Die Waffe wurde aus Versehen... Jetzt mal runterfahren. Sie sind vorläufig. Es tut mir leid, Lena, es tut mir leid. Sie sind vorläufig festgenommen. Ey, gerade Tim, ey, der hat so ein super Praktikum bei uns abgelegt. Ja, es tut mir leid, ich konnte ihm leider keinen Ausbildungsplatz besorgen, aber ich hätte doch alles dafür getan, dass ich ihm helfen kann. Und das wusste er. Und es tut mir leid, dass er kein Geld hat, aber wegen Kohle sich eine Waffe zu schnappen und.
in den Laden von Freunden. Ich bin menschlich so unfassbar enttäuscht. Wenn der Maya was passiert, ich möchte ihn nicht mehr sehen. Den Schuss habt ihr gehört? Ja, das haben wir mitbekommen. Was war denn da? Das war der junge Mann, der hat geschossen. Das war in seinem Rucksack. Das hat sich losgelöst. Also er ist der Schütze hier. Der Kerl, den wir in den Kühlraum Der im Kühlraum war. Der war mit Waffe im Kühlraum mit der Chefin. Ja, nur mal so. Warte, wir müssen hier. Okay, aber den habt ihr jetzt ist wirklich. Der sitzt im Auto, ist gefesselt, festgenommen, alles gut. Okay, gut. Das heißt, wir können dann. Oben nicht. Wir fahren auch gleich ab. Die Patientin ist soweit sicher. Ja. Wir gucken, dass wir jetzt hier abhauen. Prima, super. Im Krankenhaus konnte Maya dank einer Notoperation gerettet werden. Ex-Praktikant Tim hatte sie tatsächlich unbeabsichtigt angeschossen und muss sich wegen bewaffneten Raubüberfalls und Körperverletzung vor Gericht verantworten. Mayas Ex-Freund war in die Ereignisse nicht verwickelt.